Ja, und genau darüber können wir jetzt sprechen mit Sven Hüber, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Herr Hüber, ich grüße Sie nach Berlin und stelle gleich die erste Frage. Auch Sie haben eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen gefordert in Deutschland. Warum? Ja, die Situation ist angespannt und wir wissen aus Attentaten in Frankreich, in Belgien, dass eben auch jüdische Einrichtungen, die nicht so prädestiniert sind, weil kleine Vereine, Supermärkte, angegriffen wurden von islamistischen Terroristen, einfach aus dem Grund, um Juden zu töten. Und das ist ein Szenario, was es in Deutschland nie wieder geben darf. Welche Gruppierungen haben Sie denn hier in Deutschland auf dem Zettel? Also aus welcher Richtung kommt der Antisemitismus? Antisemitismus ist ja eine Geisteshaltung, die leider auch in der deutschen Gesellschaft nicht fremd ist. Also ein gewisser Anteil in der Bevölkerung hat auch antijüdische Vorurteile und Ressentiments. Es geht aber vor allem darum, dass Gruppierungen, auch Vereinigungen, die sich zugleich als Vorfeldorganisationen islamistischer Vereine, islamistischer Bewegungen oder auch Terrororganisationen hier in Deutschland bewegen, dass diese sehr stark in den Blick genommen werden müssen. Und dort muss man auch in der Tat prüfen, ob diese Vereinigungen sich hier weiter betätigen dürfen. In den letzten Tagen haben wir ja wohl Solidaritätskundgebungen für Israel gesehen, aber eben auch die pro-palästinensischen Demonstrationen, die in Neukölln am Wochenende aus dem Ruder gelaufen sind, völlig. Und auch heute ist wieder so eine Demo angemeldet. Solidarität mit Palästina, 250 Teilnehmer sind dort angekündigt in Berlin-Neukölln. Vielleicht können wir anhand dem Beispiel dieser Demonstration mal Sie uns erklären, wie können Sie denn als Polizei dann vorgehen? Wie gehen Sie vor und prüfen Sie sozusagen im Vorfeld einer solchen Demonstration, ob Sie dagegen zum Beispiel Einspruch einheben wollen, ob Sie die verbieten lassen wollen? Das Versammlungsrecht in Deutschland ist sehr liberal. Man darf aus guten Gründen hier auf die Straße gehen und seine Meinung sagen. Das ist eben der Unterschied zum Beispiel zu Diktaturen oder wie im Gazastreifen. Aber das Grundgesetz als Oberleitsatz, diese Demonstrationen müssen friedlich sein. Sie müssen in jeder Hinsicht friedlich sein. Sie dürfen nicht zu Gewalt aufrufen, keine Gewalt verherrlichen. Und die Versammlungsbehörden prüfen sehr genau, wenn ein Aufzug angemeldet wird, ob aus der Versammlung heraus, ob aus dem erwarteten Teilnehmerkreis, ob aus den Organisatoren und Unterstützern dieser Versammlung heraus Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erwachsen können, aber eben auch, ob die Versammlung friedlich verläuft und den Rechtsnormen entspricht. Es ist zum Beispiel verboten, Gewaltdarstellungen jeder Art zu machen. Auch die Billigung von Straftaten auf Versammlungen ist ein Straftatbestand und verboten und selbstverständlich auch die Volksverhetzung, was eben auch bedeutet, Hetze gegen Juden oder generell auch gegen andere Menschen, gegen Gruppen auf Versammlungen öffentlich zu äußern, ist eine Straftat. Und kann zum Verbot der Versammlung führen, wenn schon prognostisch zu erwarten ist, dass solches geschieht. Man darf in Deutschland auch pro-palästinensische Demonstrationen abhalten. Das ist keine Frage, auch wenn einem die Meinung von Demonstrationsveranstaltern vielleicht nicht gefällt. Aber sie dürfen eben keine Straftaten begehen. Und dafür kann die Versammlungsbehörde, auch die Polizei, Auflagen verhängen. Sowohl was die Ordnertätigkeit bei diesen Versammlungen angeht, auch was das Mitführen oder das Nicht-Mitführen von Fahnen, von Transparenten, von Losungen betrifft. Wir haben auch bei der Beobachtung solcher Demonstrationen, insbesondere wenn sie von nichtdeutschen Veranstaltern durchgeführt werden, regelmäßig ausreichend Übersetzer dort, die der Einsatzleitung sofort mitteilen, wenn dort auf Arabisch oder in anderen Sprachen strafbare oder die Auflagen verletzende Äußerungen getätigt werden, sodass die Polizei dann einschreiten kann. Also es ist ein Abwägen zwischen dem Grundrecht, dem Demonstrationsrecht und der Rechtsordnung, die eben von allen hier in diesem Land einzuhalten ist. Da würde ich gerade gerne ansetzen. Es ist immer ein Abwägen, es ist ein Interpretieren. Oft erleben wir ja auch, dass sich zum Beispiel Hamas-Anhänger dann in bereits im Vorfeld genehmigte Demonstrationen hineinmischen, wo die Polizei dann sozusagen nur vor Ort sozusagen aktuell zur Stunde handeln kann. Wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang solche Begriffe wie Anstand und Respekt,
die ja in keinem Gesetzbuch stehen, aber die, glaube ich, in diesen Tagen viele Menschen, Sie und ich sind auch Menschen, ja doch bewegen. Ja, im Zusammenhang mit Demonstrationen muss man sagen, der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die Versammlung nicht gestört wird, auch die Polizei natürlich so. Und wenn festgestellt wird, dass Leute, die auf dieser Versammlung nichts zu suchen haben, diese zu infiltrieren versuchen, muss eine Verweisung durch die Ordnungskräfte des Veranstalters erfolgen. Die Polizei kann das dann auch mit durchsetzen. Also wer eine Pro-Palästina-Demonstration nach allen Regeln, gesetzlichen Regeln machen möchte und feststellt, dass sich dort Radikale untermischen, der muss selbst dafür sorgen, als erstes, dass diese Radikalen die Versammlung verlassen und verschwinden. Anstand und Respekt ist natürlich eine moralische Kategorie. Und ich glaube, insbesondere bei uns, in unserem Land, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir klar machen, man darf hier frei seine Meinung äußern, aber wir wollen in jeder Hinsicht friedlich zusammenleben. Mhm. Und dieses friedliche Zusammenleben, das muss der Obersatz sein, auch wenn man unterschiedliche politische, historische Sichtweisen auf die Ereignisse hat. Das ist unser Common Sense. Wir wollen, dass diese Regeln eingehalten werden von allen, die hier leben, sonst können sie nicht mit uns leben. Sven Hüber, vielen Dank für diese Einschätzung aus Berlin. Dankeschön. Gerne.